Herzlich willkommen zu einem Mod-Review vom Landwirtschaftssimulator 2013. Wir haben hier den Ponce Scorpion und ja, das Ganze von Mod-Hoster als Download. Und wir hatten ihn gestern schon mal getestet und uns ein wenig darüber lustig gemacht. Also die Kritik war nicht ganz so konstruktiv, wie sie hätte sein können oder sollen. Und deswegen haben wir uns jetzt ist uns zur Aufgabe gemacht, die Kritik an der Beta jetzt nochmal konstruktiv zu äußern. Und dazu ist Smirnoff von meiner Seite. Servus. Genau, ja, Smirnoff. Möchtest du einfach starten schon mal? Als erstes haben wir nämlich den Greifer, den HSP 035 vom Scorpion, der vom Kauf an im Boden klebt, den man auch sehr schwer erkennen kann. Ja, man sieht es hier, man sieht die Spitze hier rausgucken. Richtig, das ist sehr schade. Ja. Zweites haben wir die Reifen vom Scorpion, weit vom Fahrwerk leider weg sind. Ja, müssen wir uns auch wünschen, dass sie ein bisschen näher dran sind. Richtig, einmal ein bisschen realistischer, realitätsnah das Ganze. Dritte ist die Hydraulikstangen. Die sind einfach nicht so prickeln. Wenn man die auf beiden Seiten sich mal anguckt, dann sieht man, was wir meinen. Ja, ich laufe mal eben durch. So. Richtig. Ja, hier sieht's man. Dann geht's schon an der vierten Stelle, dass die manche Kollisionen, sag ich jetzt mal, nicht so toll sind, wenn ich mich mal hier so reinstellen soll. Du wurdest aufgespießt oder hier rein. Das wäre auch schön, wenn man das nicht könnte. Ja. Als nächstes haben wir noch den Arm. Ja, dafür steige ich mal ein. Wenn ich den Arm jetzt zum Beispiel auf dem Boden mache, wäre schön, wenn er jetzt hier anhalten würde und nicht dort. Richtig, ja. Das ist einfach die Kollision, die müsste noch ein bisschen geändert werden. Dann folgendes noch, dafür steige ich nochmal ein. Wenn man rückwärts fährt, passiert soweit eigentlich nichts. Wenn man aber rückwärts fährt und in die Kurve, kann man schön sehen, der Arsch wackelt. Ja, lass mich da kurz mal. Jetzt wackelt er. Natürlich nicht immer, das ist ja wieder der bekannte Vorführeffekt. Aber man sieht es. Ja, so wie immer er schlingert ein wenig. Ja. Das wäre auch nochmal klasse, wenn man das einfach wegmachen könnte. Was uns auch sehr gestört hat, ist einfach die fehlende Krankamera. Wäre sehr schön, wenn noch eine Krankamera da wäre, dann ist es wesentlich einfacher, die Objekte zu finden. Und auch die Geschwindigkeit, vor allen Dingen der Start, dass er etwas langsamer ist, statt so ruckartig. Und auch, dass man keine 11 km/h auf Vollgas fahren kann, sondern 20-25 km/h und nicht nur auf Taste 2, das wäre auch sehr, sehr schön. Also die Fahrstufen generell sind halt noch ein Problem. Ne? Richtig, die sind noch ein Problem. So, dann zeigen wir ein weiteres Problem, das wir entdeckt haben, dass wenn man einen Baumstamm gefällt hat und man möchte drüber fahren, passiert das. Leider nichts. Und der Reifen hängt sich fest in den Baum. Richtig. Ja. Also das Fahrzeug springt wie blöde rum. Da muss eindeutig was noch geändert werden. Also es funktioniert mit dem MB-Truck vom Force Mod selber ja auch nicht immer hundertprozentig gut, aber hier funktioniert es ja gar nicht. Ja. Also es klappt einfach nicht. Ja. So, dann wollen wir mal gucken. Dann haben wir genau die Hände, haben wir noch das Problem, haben wir entdeckt, sehen einfach nur ulkig aus. Es ist kein Lenkrad vorhanden, es ist kein Joystick vorhanden. Das ist einfach nur eine optische Sache, die wir uns auch wünschen, die einfach mal geändert werden könnte. Das ist, obwohl wir uns damit noch auseinandersetzen könnten. Also das wäre noch akzeptabel, wenn die Maschine soweit funktionieren würde. Ich jetzt gerade probiere mit dem Greifer. Das funktioniert soweit alles schön. Ja, aber auch da gab es das Problem mit dem Greifer, das hatten wir in dem Video auch gesehen, dass der teilweise falsch positioniert ist, also dass der zum Beispiel nach oben hängt. Ja. Sieht man jetzt hier gerade nicht. Versuch mal den Arm ein bisschen nach oben zu drehen. Ja, jetzt haben wir es. Ja, jetzt noch den Ausleger noch nach oben. Ja, da ist es zum Beispiel. Jetzt haben wir genau dieses Problem, dass er ab und zu mal einfach festhängt.
Richtig. Und sich dann aber auch teilweise auch wirklich festbackt auch. Ne? Und dann, gestern im Video hatten wir es gesehen, da hat er eine lustige Drehung gemacht die ganze Zeit und wir haben ihn eigentlich nicht wieder unter Kontrolle bekommen. Und Genau, da hat er. auch wenn man ihn ablegt, ist das Problem, dass man ihn nicht unbedingt, also teilweise nicht wieder aufheben kann. Ja, da muss man unter anderem hier halt ein bisschen rumschlagen. Geht. Leg ihn mal ab. Außer, ja, leg ihn mal da zum Beispiel ab irgendwo. So, jetzt versuche ich mal wieder aufzuheben, bitte. Gut, hat er Ah, es hat geklappt. geklappt? Okay, gestern hat es teilweise nicht. Also, es klappt nicht immer. So, ich meine, gut, es ist eine Beta. Der Force Mod ist auch eine Beta. Es ist natürlich mutig, Sachen für eine Beta zu entwickeln und die dann selber als Beta rauszubringen. Klar, ne? Keine Frage. Jetzt Jetzt habe kriegst du ich. nicht, jetzt kriegst du nicht Jetzt, aufgehoben, ne? nee, jetzt kriege ich ihn einfach nicht mehr Lass drauf. mich mal bitte einsteigen, damit ich es auch nochmal zeigen kann. So. Ja, also es gibt kein. Also das Symbol zum Anhaken ist einfach jetzt nicht da. Nee, und jetzt bist du nämlich genau drüber. Jetzt kannst du mal anhalten so und mal aussteigen. Ja, warte. So bin ich drüber, ne? Komplett. Ja. Das sieht man, man ist genau drüber, aber. Es funktioniert einfach nicht. Und da müsste man jetzt einfach mit einem anderen Fahrzeug den Kran halt ein bisschen bewegen, den Greifer, dann würde das wiederum funktionieren. Ja. Haben wir Richtig. noch den Stopp, wir Bug haben noch hier? was hier was vergessen. Und zwar beim Scorpion. Und zwar sind auch hier die Reifen, also das Reifenprofil ist teilweise im Boden drin. Man sieht es teilweise auch beim Fahren, dass die Reifen sich in den Boden reindrehen. Gerade auf Asphalt sollte das eigentlich. Machen wir fahr mal eine Kurve, bitte. Ja, also man sieht, Ja, dass die da Reifen sieht sich. man's. Ja, man sieht, dass die Reifen sich in den Boden reinlegen. Also auf Asphalt ist das nicht ganz realistisch. Auf Gras bzw. auf Waldboden kann man sagen, okay, ne, da kann man drüber wegsehen. So. Jetzt zum nächsten Part hier, ne? Da haben wir jetzt ein LKW, wenn man allein schon jetzt hier guckt, er zittert. Er wackelt. Das hat auch wiederum was mit der Kollision zu tun, dass die da nicht übereinander passt. Und ist jetzt Kann man keiner nicht drin machen. aktuell, ne? Muss man dazu ja auch nochmal sagen. Er steht. Genau. Dann sieht man auch jetzt wiederum hier, der Anhänger hat keine visuelle Verbindung mit dem Bug selber. Wäre auch wünschenswert, wenn man da den Adapter dann zum Beispiel hinmachen könnte oder wenn man das ein bisschen tiefer setzen könnte. Wäre dann optisch viel schöner. Genauso wie diese Stange hier. Ja, einfach da hängt, ohne eine Die Verbindung. hat keinen Anschluss, genau. Dann haben wir noch festgestellt, dass, ich stelle es mich mal hier an, wenn wir den nice, Anhänger auseinanderfahren und wir würden jetzt hier, angenommen bei dieser Länge, einen Stamm drauf haben. Wir wollen den dann kleiner oder größer, wie auch immer. Dann ist dieser Stamm nicht fixiert und fällt leider dann wieder runter. Das ist auch sehr ärgerlich, auch wenn man die ganze Zeit rein theoretisch so hin und her machen würde, würde man irgendwann die Stämme runterschieben. Also man müsste sich von Anfang an auf eine Länge festlegen. Und aber dazu muss man sagen, wenn die Stämme drauf liegen, Dann liegen sie. dann liegen sie und dann kann man auch gut mit denen fahren. Das ist wirklich schön umgesetzt. Das würde ich dazu sagen, dass das funktioniert auf jeden Fall auch. Auch das Lenken ist wie beim normalen Anhänger, also das ist, realistisch ist es nicht wirklich, aber es ist auf jeden Fall schöner gemacht und es ist besser gemacht. Also das muss ich sagen, das ist sehr schön. Definitiv. Und man muss dazu auch sagen, wo sich auch Mühe gegeben wurde, ist bei der visuellen Umsetzung des Ganzen. Macht zum Beispiel mal die Aerodynamik an. Dieses. Oh. Da. So, da ist hinten dieser kleine Aufbau mit drauf nochmal. Oder drück mal die Positionstaste 1, beziehungsweise setz mal die Warnleuchten drauf. Hier nicht. Gestern funktionierten die noch. Schalten wir bitte ganz kurz aus. Seitdem ziehen auf den anderen Knopf. Das ist Taste 6. Nee. Soweit ich weiß, hat er keine. Doch, der hatte gestern welche. Ach, hier sind vorne noch die Gefahrgutschilder, die kann man auch noch ein- und ausblenden. Ah, das ist die Rundumleuchte, die RUL. Und Ah, okay. Allrad hat er auch noch mal, den kann man auch noch einschalten. Aber man sieht ja jetzt auch, wenn man drin sitzt, er wackelt. Zittert.
Ja, das stimmt. Und beim Fahren nicht. Also Fahren tut er sich eigentlich ganz gut. Rechte Maus hat halt keine Funktion. Wenn man rechts, links zieht, eigentlich sollte er eine Funktion haben, steht zumindest hier. Und achso, den Kuhfänger wollte ich nochmal zeigen. So, den kann man auch draufsetzen. Ja, zack, zack. Also grundsätzlich von der Idee her, auch vom Innenraum her, ist das für dich. Die Idee ist gut. Gibt dir ein paar nette Features. Hätte man aber durchaus noch ein bisschen, also zumindest mal einen Sitz reinbauen. Also ein bisschen mit Texturen versehen. Aber es ist auch eine Beta. Ne? Es geht ja eher um die technischen Sachen hier. Was gerade auch aufgefallen ist, man kann durch die Stange laufen. Ja. So toll. Warum musst du nicht immer nur auf der Stange tanzen, man kann auch mal durchlaufen. Du wurdest übrigens gerade von der Stange aufgespießt. Ja, ich merke gerade, ich stehe auch hier hinten Ach so. in einem Teil des Trucks. Ja. Also das auch wäre schön. Oh, hier sehe ich auch gerade. Und auch durch den Truck laufen. Ja, okay. Wäre auch schön, wenn man das ein bisschen fixen könnte. Ja. So, das war es dann eigentlich schon. Genau. Wie gesagt, auch an den Entwickler des ganzen Mods. Es soll konstruktive Kritik sein. Wie gesagt, wir selber sind selber Mod-Fans. Wir mögen Mods. Mods sind wichtig für die Community. Das lässt das Spiel leben. Und ja, wie gesagt, wir brauchen die Modder. Wir selber können es nicht. aber wie gesagt, gucken wir mal, was mit der Version 1 rauskommt. Und ja, vielleicht hilft das ja dem Modder selber auch nochmal ein bisschen voranzukommen. Genau. Cool. Genau. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wiedersehen.